Guten Morgen, es ist Punkt 10 in Deutschland, Österreich, Schweiz. Es ist Montag, der 21. November 2016. Es meldet sich Berlin, es meldet sich Admiral Markets. Jens Schanowski ist mein Name. Vielleicht noch ein bisschen mit angeschlagener Stimme. Wir waren Freitag und Samstag auf der WOT-Messe, der World of Trading. Falls Sie am Freitag immer sonst dabei sind mit Punkt 10, wir hatten geplant, Punkt 10 am Freitag von der Messe auszusenden, live vom Stand. Leider hat das Internet nicht mitgemacht. Sie wissen, 80 Aussteller, alle mit Internet. Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Deswegen pardon, falls ihr am Freitag mitmachen wollten. Wir haben es probiert, die Technik wollte es nicht. Aber heute am 21. legen wir los. Ich grüße Sie, wir legen direkt los mit dem Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Handelsstrategie nicht aufgeht, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und Ihrem persönlichen Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger, Execution only. Bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Wir wagen Marktausblicke, wir entwickeln ab und an gemeinsam Trading-Ideen. Wir können Ihre persönliche Situation dabei aber nie berücksichtigen, also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis finden Sie auf unserer Webseite zum Nachlesen, hier unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Insbesondere bei Punkt 10, also auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht darum, einem langjährigen Trader über die Schulter zu schauen, wie screent er die Märkte, wie kriegt er die Trading-Ideen, ihm Fragen stellen zu können, nicht mehr, nicht weniger. Das ist unser Schema. Hier tradet Deutschland oder der gesamte deutschsprachige Raum. Am Montag Thomas traditionell dabei, am Dienstag traditionell der Costa, mittwochs der Heiko, donnerstags der Jochen und freitags der Dirk. Wenn Sie Ihre Zeit erlaubt, seien Sie auch mal den anderen Tagen mit dabei. Jeder Trader hat einen anderen Stil. Das ist nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Und ja, Sie werden bestimmt nicht dümmer, wenn Sie den anderen auch mal über die Schulter blicken. Wir stehen jeden Börsentag um Punkt 10 parat. Reden ist nämlich Gold. Wir haben etwas zu sagen. Über 10 Live-Webinare diese Woche für Woche bei uns genießen können. Wenn Sie die anderen noch nicht kennen, über den eingeblendeten Link können Sie sich anmelden. Und ab und zu gibt es auch Specials. In der Adventszeit, in den 4 Wochen vor Weihnachten, haben wir 4 Specials, 4 Spezialwebinare. Auch die finden Sie schon über den Link. Melden Sie sich an, wenn Sie möchten. Unter anderem zum Beispiel mit Giovanni Ciccibelli, zweites Spezialwebinar in der zweiten Adventswoche. Er redet über sein Forex-Trading. Giovanni ist einer der bekanntesten Daytrader in Deutschland. Also, wenn Sie ihn mal hören möchten, über den Link anmelden, wenn Sie wollen. Ja, und einige Wochen feiere ich noch auch mit den Kunden meinen Geburtstag. Am 3.11. bin ich 40 Jahre geworden. Runde Geburtstage muss man kräftig feiern, habe ich privat gemacht. Und bis zum 12.12. haben wir darüber auch noch eine Aktion, wenn Sie sowieso Forex und CFDs traden möchten. Nehmen Sie die Aktion gerne mit. Ab 1.000 Euro Einzahlung von neuem Geld geht es los. Und je nachdem, was Sie einzahlen, wenn es 4.000 Euro sind, können Sie 4 Instrumente auswählen. Das kann DAX sein, das kann DAU sein, das kann Euro-Dollar sein, das kann Gold sein. Sie haben einen großen Korb zum Wählen und können dann bis zu 4 Instrumente quasi kostenlos ohne Spread traden. Wir erstatten den Spread im Nachhinein zurück. Alle Details auf der Webseite. Tolle Aktion, wie wir finden. Nehmen Sie die gerne mit, wenn Sie sowieso Forex und CFDs traden möchten. Und auch ohne jede Aktion sind wir bester Forex-Broker 2016 und bester CFD-Broker 2016. Haben mehrere Quellen in Deutschland schon gesagt dieses Jahr. Zuletzt brokervergleich.de. Davor das DKI, das Deutsche Kundeninstitut. Einige Gründe, warum das so ist, sehen Sie eingeblendet. Und wenn Sie 1:1 mit uns sprechen möchten, der Berliner Kundenservice ist Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr unter der eingeblendeten Nummer natürlich erreichbar oder per E-Mail oder YouTube oder Facebook, so viele Kanäle, wie Sie auf uns zukommen können. So, das war's von mir und damit, hallo Thomas, ich grüße dich. Ich habe dich auf der Messe gesehen, auf der WOT, aber wir haben es nicht zeitlich geschafft, mal kurz zu sprechen, aber das machen wir gleich im Anschluss vom Webinar. Leg los, du hast das Wort, du hast den Bildschirm, dein Blick auf die Märkte. Ja, wunderbar. Thomas Schuppek, schönen guten Morgen hier. Ich muss mal ganz kurz, hier ist mein Handy noch. Ich muss mal ganz kurz beim Handy, das hat gerade in dem Moment geklingelt, wo ich hier live gehe. Sekunde bitte, ich bin sofort da. So, Entschuldigung, das geht ja gleich ganz gut los hier am Montagmorgen. Also wie gesagt,
Gerade in dem Moment, wo ich jetzt hier live gehen soll, klingelt mein Handy. Den habe ich mal eben verschoben auf eine halbe Stunde. So, wir können starten. Ich hoffe, der Bildschirm ist zu sehen. Mein Ton müsste auch zu hören sein. Zur Sekunde genau, Bildschirm noch nicht. Manchmal haben wir eine kleine Verzögerung. Noch nicht? Noch ist ja, der Bildschirm nicht zu sehen. Dann einfach kurz Bescheid sagen, sobald der läuft. Eigentlich müsste es, also ich habe es zumindest freigegeben. Noch nicht. Vielleicht schalten wir nochmal zurück. Auf jetzt. Jetzt klappt es. Jetzt. Ist auch der MT4 ja. Von, genau, okay. Genau. Alles klar, prima. Genau, also wie gewohnt, wir wollen mal einen kurzen Rückblick nochmal geben auf die Trades, die ich in der letzten Woche noch laufen hatte. Indem ich sage, hatte, wissen Sie auch schon, dass die inzwischen glattgestellt sind, also die sind realisiert, da gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein und dann habe ich auch eine neue Trading-Idee natürlich mitgebracht und Sie haben auch wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen. Also, wollen wir keine Zeit verlieren, wir hatten drei Trades offen, einmal WTI, den Öl-Future, den hatte ich hier in der Vorwoche schon gehandelt, hatte ich Ihnen auch schon gesagt, hier nochmal einen zweiten Kontrakt gekauft, den ich dann gleich glattgestellt habe und der erste Kontrakt, der hier noch lief auf der Long-Seite, habe ich letzte Woche, ich glaube Mittwoch oder Dienstag glattgestellt, knapp unterhalb dieser Widerstands Zone. Meine Idee war ja im Prinzip, dass wir hier so diese ja, Range-Geschichte sehen im Ölpreis. Hier unten eine relativ gute Unterstützung bei 42, knapp 42 Dollar, 42,80, 42,90. Letzten Montag übrigens, wenn Sie sich daran erinnern, waren wir genau gerade hier und ich habe gesagt, ich traue mich nicht, jetzt hier nochmal reinzugehen. Der der Ölpreis ist dann auch nochmal im Laufe des Handelstages deutlicher abgesagt. Ich habe hier einfach nicht, war nicht mutig genug oder habe gesagt, okay, schauen wir mal, ich habe eine Position noch laufen. Habt ihr also nicht nochmal verstärkt hier. Hätte man machen können, aber okay, hinterher ist man immer schlauer. Wie gesagt, in der Nähe der Widerstände bin ich hier raus und heute aktuell der Blick auf den Ölpreis, wir sind weiterhin hier im Bereich der Widerstände 46,50 in etwa. Sollte der Markt dann nach oben rausgehen, dann ist technisch natürlich erstmal wieder weiter Luft nach oben, aber Trade im WTI hier erstmal abgeschlossen. Da hatte ich einen zweiten Trade, den hatte ich im DAX, da gucken wir vielleicht mal hier drauf, das war auch direkt von Montagmorgen. Ich sortiere das mal ein bisschen, dass Sie das besser sehen. Es geht hier um den Bereich Montagmorgen. Wir hatten dieses Aufwärtsgap im DAX und ja, Sie kennen mich, wenn es ein Gap gibt, handle ich die relativ gerne, diese Gaps und habe hier halt einfach auch das Gap Closing dann direkt mitgenommen, habe auch nicht mehr darauf gewartet, ob es noch weiter tiefer geht. Ja, im Wochenverlauf, so viel hat sich im DAX nicht getan. War jetzt der Ausstieg auch nicht so verkehrt, im Gegenteil, eigentlich ganz, einen ganz guten Punkt erwischt. Und den dritten Trade, den ich noch offen hatte, war im Bund Future. Der Bund kam ja recht kräftig unter Druck in den letzten Tagen und Wochen, vor allem dann auch nach der US-Präsidentenwahl. Zogen die Zinsen an, einerseits in Europa, einerseits in den USA, aber auch in Europa und auch hier in Deutschland, hier nochmal in Europa verstärkt ein bisschen durch ja, Italien, Sorgen um Italien. Gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, wenn es um die Trading-Idee von heute geht. Auf jeden Fall der Bund, wie gesagt, hier kräftig runtergefallen und ich hatte auch hier gesagt, okay, innerhalb der oder in dem Unterstützungsbereich um die 160 wollte ich hier gerne long gehen, also unter 160 bin ich hier long gegangen und habe den Bund gekauft letzte Woche und auch relativ schnell schon wieder veräußert. Der war auch volatil im ganzen Wochenverlauf. Ich hatte auch nicht, ja, nicht so die Lust und die Zeit, das Ganze zu verfolgen, weil ich eben auch auf der World of Trading dann am Wochenende war. Von dem her auch die Idee ist hier aufgegangen. Dann kommen wir mal ganz kurz zum Handelsidee von heute. Da habe ich mir ausgesucht den Euro-Dollar. Warum? Der Euro-Dollar, ich habe mal hier den Tageschart, den längerfristigen Tageschart, sehen Sie, bewegt sich eigentlich seit anderthalb Jahren oder inzwischen schon fast seit zwei Jahren in einem riesengroßen Seitwärtsband, auf der Unterseite begrenzt bei 1,05 und auf der Oberseite bei 1,15 ungefähr, ohne große Anstalten bisher dieses Band zu verlassen, weder nach oben noch nach unten. Und Sie sehen schon in den letzten Tagen ist der Euro-Dollar, also ist der Euro relativ stark gefallen gegenüber dem Dollar und nähert sich jetzt hier eben dieser langfristigen Unterstützungslinie im Bereich von 105. Von 1,05 US-Dollar. Ich zoome das mal ein bisschen näher ran, dann kann man es besser sehen. Ich wollte nur erstmal noch das lange Bild zeigen. So. Okay, und habe dann gesagt, okay, wenn wir jetzt hier in die Nähe dieser Unterstützung kommen, die 1,05, rein aus charttechnischer Sicht, war das bisher eine sehr, sehr solide Unterstützung, könnte auch in diesem Fall halten, muss man eben drauf schauen, ob das dann wirklich passiert oder ob der Euro da durchrauscht. Und habe gesagt, okay, ich auch wieder mit einer
gestaffelten Einstiegsstrategie. Ich gehe schon mal mit einem Kontrakt long. Wenn wir nochmal auf die Unterstützung drauffallen, kaufe ich einen zweiten Kontrakt nach. Und sollten wir kurz drunter rutschen, kaufe ich auch nochmal einen dritten Kontrakt nach. Warum jetzt so viele Nachkäufe? Ich gehe hier mit relativ kleinen Positionen rein. Also wenn Sie sehen, dass ich hier gehandelt habe, 0,03 Lot, sind quasi 3000 Euro Dollar. Ich habe ein 10.000er Handelskonto, bin also in der Position im Vergleich zum Konto nicht gehebelt unterwegs. Und wenn ich jetzt alle drei Positionen kriegen sollte, dann bin ich bei 9.000 Euro Dollar, bin ich auch noch nicht gehebelt. Dann habe ich quasi genau mein Kontoguthaben. Ich habe sogar noch ein bisschen Puffer, wir sind ja bei 12.000, ich könnte sogar noch eine vierte Position nehmen, um 1:1 unterwegs zu sein im Euro-Dollar. Und die Idee von dieser gestaffelten Strategie ist halt einfach, ich sehe halt, wir kommen in einen Unterstützungsbereich rein, ich weiß aber nicht, dreht der jetzt heute schon nach oben oder rutscht der noch mal ein bisschen tiefer, spiket der vielleicht auch noch mal runter und nimmt hier ein paar Stop-Loss-Orders raus. Und wir haben aber auch einen sehr, sehr starken Abverkauf die letzten Tage gesehen, von dem her ist hier ein Rebound, also eine kurzfristige Erholung, doch sehr, sehr wahrscheinlich. Also Unterstützung mit dem starken Abverkauf der letzten Wochen ist eben auch eine kurzfristige technische Erholung dann sehr, sehr wahrscheinlich und die möchte ich eben gerne dann auch mitnehmen auf der Oberseite. Und mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen näher ranzoomen können. Genau. Und wie gesagt, also ein Kontrakt, die erste Position habe ich hier drin, die ist auch leicht im Plus momentan, mit ungefähr, wo bin ich eingestiegen, 1,0627, 1,0644, also knapp 20 Pips ist die Position vorne. Wie gesagt, die zwei Nachkäufe liegen auch noch mit drin. Kann auch sein, dass die gar nicht mehr drankommen, denn wenn der Euro jetzt heute gleich den Turnaround nach oben macht, dann werden die beiden auch gar nicht mehr zum Tragen kommen. Und als erstes Kursziel habe ich hier den ersten Widerstand, also aus dem letzten Tief quasi abgeleitet, hier im Bereich von 1,09 ungefähr, also 1,0827 habe ich hier mal definiert, wobei ich das variieren werde, also wenn er in die Nähe geht, dann gucke ich mir halt einfach die Dynamik an und überlege dann, nehme ich die noch ein bisschen weiter nach oben, gehe ich direkt raus, aber wie gesagt, also, so weit sind wir noch nicht, im Moment versucht sich der Euro hier ein bisschen zu stabilisieren im Bereich dieser wichtigen Unterstützung bei 1,05 und wie gesagt, die erste Position ist drin, möglicherweise kommen noch zwei dazu, vielleicht auch nicht, das kommt auf den Marktverlauf drauf an. Ja, wie immer dürfen Sie in den Webinaren bei Atme Markets live dabei sein und Fragen stellen. Wenn Sie die YouTube-Videoaufzeichnung anschauen, geht es natürlich nicht. Also live dabei sein hat immer Vorteile. Ihre Fragen, Ihre Wunschmärkte, Ihre konstruktive Kritik, alles tippen Sie bitte mit Ihrer Tastatur. Sprechen können immer nur die Moderatoren, weil es immer 200, 300 Teilnehmer gibt mit zu vielen Hintergrundgeräuschen. Deswegen ist dieser Weg gewählt. Sie hören zu und wenn Sie was haben, tippen Sie und wir lesen es laut vor, wenn es mal ein Thema ist. Du hast es ein bisschen erläutert. Ich lese die Frage trotzdem nochmal vor. Vielleicht willst du nochmal im Detail darauf eingehen. Hallo Herr Strobeck, ich schätze Ihre Aussagen zum Trading, möchte mir aber folgende Frage gestatten. Finden Sie es angebracht, mit dem Kontoguthaben von ca. 12.500 Euro Trades mit einer Margenhöhe von 6 Euro einzugehen oder 6 Euro? Ja, antworte ich gerne drauf. Selbstverständlich finde ich es angebracht, sonst würde ich es ja nicht tun. Ich habe so ein bisschen eine andere Denke oder eine andere Philosophie, was das Thema Margin, Positionsgröße, Kontogröße etc. pp. Angeht. Das weiß vielleicht auch der eine oder andere schon, der da schon mal ein Webinar öfter zugehört hat oder mich auch in einem Vortrag gesehen hat. Im Endeffekt, was Sie an Marge hinterlegen, spielt ja im Prinzip keine Rolle, ob ich jetzt für diese Position, die ich hier eingehe, 6 Euro Marge hinterlege, 60, 600 oder 6.000. Im Endeffekt ist ja mein Risiko, was ich habe, nicht die Marge, die ich einsetze, sondern meine Position, die ich einsetze. Und wie gesagt, also könnte man natürlich jetzt hier eine wesentlich größere Position auch wählen, weil wie gesagt, ich habe hier 12.000 Euro Kontoguthaben und gehe jetzt nur eine 3.000 Euro Position ein auf dem Konto. Das scheint vielleicht manchen zu wenig zu sein. Kann auch sein, dass es zu wenig ist. Ich möchte hier einfach nicht aggressiv rangehen, weil ich auch nicht weiß, hält diese Unterstützung oder hält sie nicht. Und wenn wir hier nachhaltig durchrutschen, dann muss ich dann halt auch in die Reißleine ziehen und aus dem Trade wieder rausgehen. Und dann möchte ich einfach auch nicht zu viel riskieren. Aber ob Sie jetzt eine Marge, die jetzt von 6 Euro einsetzen oder 60 oder 600 oder 6.000 für die Position, das spielt im Endeffekt keine Rolle. Sie müssen sich immer überlegen, wie groß ist mein gesamtes Risiko, was ist meine Position wert, welche Positionsgröße habe ich und ob ich jetzt, wie gesagt, hier auf dem Konto irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht 12.000 oder 100.000 habe, spielt ja auch keine Rolle, weil Sie müssen ja auch sehen, welchen Gesamt,
Also wir müssen es als Gesamtkonzept sehen, das heißt, welches Gesamtvermögen steht da vielleicht im Hintergrund? Ist das jetzt mein einziges Geld, was ich hier habe, oder ist das vielleicht nur 3% meines kompletten Geldes oder so? Also das Thema Risiko, Money Management, fängt ein bisschen woanders an, als einfach nur sich anzugucken, was setze ich an Marge ein oder wie viele Pips kann ich gewinnen oder verlieren. Das ist halt ein komplexeres Paket, was man sich im Gesamtzusammenhang angucken muss und dann nicht nur auf einzelne Zahlen schauen muss. Aber ich fühle mich mit dem Trade in dem Fall sehr wohl, weil ich muss jetzt hier bei so einem kleinen Trade, Sie können mich jetzt nicht sehen, aber ich mache gerade diese Anführungszeichen nach oben, diese Gänsefüßchen, also bei so einem kleinen Trade in dem Fall, muss ich jetzt auch nicht jeden Pip hinterher gucken. Also mir geht es auch, wie gesagt, hier nicht darum, 10 oder 20 Pips mitzunehmen in diesem Euro-Dollar-Trade, sondern ich möchte halt hier schon eine stärkere Bewegung haben, auch eine stärkere Gegenbewegung auf die starken Kursverluste der letzten Woche. Und wenn ich dann eine kleine Position fahre ich mit kleinem Risiko, muss hier nicht jeden Tag hingucken, nicht jede Minute hingucken, da reicht es mir dann im Endeffekt auch schon, wenn ich am Ende des Tages drauf gucke und sage, okay, muss ich meine Stops versetzen oder mein Take-Profit verändern oder was mache ich mit der Position? Wenn ich jetzt hier, sag jetzt mal, All-In gehen würde, also meine komplette Marge nehmen würde und mein komplettes Geld nehmen würde und sage, okay, ich nehme jetzt mal 10.000 Euro Marge und handle hier irgendwie 3 Millionen, dann ist natürlich jeder Pip entsprechend richtig viel Geld wert und dann muss man natürlich da auch dabei sein, beziehungsweise kriegt er vielleicht auch feuchte Hände. Also Sie müssen natürlich einfach gucken, was ist für Sie wichtig oder womit fühlen Sie sich wohl. Und wie gesagt, ich fühle mich mit dem Trade hier sehr, sehr wohl. Da gibt es noch ein paar andere, die dann leider höher volumig sein müssen, einfach weil dann die Kontrakte nicht so klein sind. Aber das haben Sie eben hier die Möglichkeit, auch mit relativ geringen Kontrakten schon was zu erreichen. Und wenn man es mal andersrum nimmt, wenn wir jetzt hier oben das Gewinnziel erreichen sollten, selbst bloß mit dieser kleinen Position, gucken wir drauf, normalerweise zeigt Admiral Markets an, was es da an Gewinn gibt. Das müssten so um die 50 Euro sein, genau, wären wir 56 Euro im Gewinn. Das ist jetzt auch nicht, da wird man nicht mit reich, ist klar. Ich sag mal so, ich bin jetzt mit der Kontoperformance, die ich auf diesem Demokonto habe, nicht so unzufrieden, wenn man sich das mal anschaut. Ich handle hier nur die Trades, die ich montags mache in dem Webinar bei Admiral Markets. Da gibt es auch schon mal heftige Drawdown-Phasen, das sehen Sie auch, aber im Endeffekt sind wir hier ungefähr 25% vorne. Fürs Jahr gesehen, was noch nicht um ist, für einfach nur Montagstraden finde ich das nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen und sicherlich kann man da auch höhere Beträge wählen. Ich fühle mich mit dem Betrag und auch mit der Marge, also die Marge spielt für mich keine Rolle, ob das 6 Euro sind oder 600, fühle mich auf jeden Fall mit der Order da relativ wohl dabei. Ja, vielen Dank für die nette und interessante, ausführlichere Antwort. Ein Wunschmarkt schaffen wir noch von den Teilnehmern. Ein Blick auf Brent wird stark gewünscht, bitte. Schauen wir auf Öl, auf uns. Genau, also wie gesagt, wir hatten ja WTI schon, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angegeben. Brent sieht ja ähnlich aus. Da gehen wir mal ganz kurz auch nochmal auf den Tageschart. Also auch hier sehen wir so ein bisschen jetzt eine Seitwärtsbewegung. Das muss man, wir kommen dann mal leider beim Brent nicht so weit in die Historie zurück. Deswegen gucke ich mir in der Historie immer gerne den WTI-Chart an, auch wenn Sie Brent handeln. Also wir sehen im Prinzip einen trendlosen Seitwärtsmarkt seit April, relativ stark ausgeprägte Widerstände und Unterstützungen. Im Moment sind wir in der Mitte dieser Range und sind auch hier so auf dem Bereich der 200-Tage-Linie. Das sehen Sie, das ist die rosane Linie, die wir hier drin haben, das ist der 200-Tage-Durchschnitt. Ist einfach eine Pendelbewegung. Also für mich ist das ein Markt, der gerade noch nicht so richtig aussagefähig ist. Einen richtigen Trend haben wir nicht im kurzfristigen Zeitfenster. Kann durchaus sein, dass der Ölpreis hier weiter um die 200-Tage-Linie pendelt. Wenn wir jetzt hier oben drüber hinausgehen, wäre das nächste Anlaufziel Richtung 50 Dollar, also ich sag mal 49,70, 49,60, sowas in der Ecke. Sollte der Ölpreis hier scheitern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Richtung 44 Dollar rutschen, dann auch wieder sehr, sehr stark gegeben. Und wie gesagt, wenn Sie hier das lange Bild angucken wollen, dann schauen Sie da am besten auf WTI. Und da sehen Sie, ich mache mal einfach das Wochenchart auf, haben wir natürlich schon so ein bisschen Umkehrbewegung auf die starken Kursverluste von Jahresanfang, aber bewegen uns halt einfach hier in einem großen Seitwärtsmarkt und kommen nicht so richtig vom Fleck, wobei die Chancen auf der Oberseite derzeit aus technischer Sicht zumindest höher sind als auf der Unterseite, weil wir schon so einen leicht steigenden Trend haben und auch jetzt im letzten Abrutsch nicht mehr tiefer gerutscht sind als im Rutsch hier im Sommer. Ja, dann sind wir für heute am Ende. Kurz knackig prägnant. Dafür morgen um Punkt 10, die übermorgen auch oder jeden Börsentag um Punkt 10 eine neue Chance, neues Glück, die Webinare mitzumachen. Oder wir sind ja noch lange nicht am Ende für den heutigen Tag. Heute um 19 Uhr die offene Trader-Sprechstunde. Alle Ihre Fragen zum MetaTrader, zu Admiral Markets, zu Forex, zu CFDs, was auch immer. Offene Runde. Sie dürfen Ihre Frage stellen, die dann direkt live im Webinar beantwortet werden. Wenn Sie also dabei sein möchten, heute um 19 Uhr das nächste Webinar. Ich grüße. Schönen Start in die Woche. Jo,
Wir werden in den nächsten Tagen ein paar Fotos noch veröffentlichen zur WOT. Gucken Sie mal auf die Webseite vorbei, falls es interessiert. Und ja, machen Sie es gut. Schönen Trading-Tag und Schlusswort vom Thomas. Ja, prima. Also mir bleibt es auch, Ihnen eine gute Handelswoche zu wünschen. Ja, wie gesagt, wenn Sie traden, Sie kennen meinen Spruch, passen Sie auf Ihr Geld auf, handeln Sie immer im Rahmen Ihrer Risikoparameter. Gucken Sie vielleicht auch mal ja, Margenhöhe versus Positionsgröße. Das einfach nochmal sich anschauen, dieses Thema Risiko, Risikomanagement. Ja, wünsche Ihnen alles Gute. Nächste Woche schauen wir mal, was aus dem Euro-Dollar-Trade geworden ist. Und ja, bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg an den Märkten und eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.